Ein herzliches Willkommen zum The Metze Power Cup. Mit dabei ist der Enning, Hallo! der die Rangers spielt. Ja? Ich spiele die Polen. Ja? Oh. Ja, und mich wurde informiert, man spielt hier in Stettin. Oh, den kriegt er noch, oder? Ja. Ja, ein zweite Liga-Turnier. Beide in der zweiten Liga vorhanden. Die Rangers derzeit auf dem vierten Platz. Pogon auf dem siebten Platz. Aber da hat er erst die Meisterschaft begonnen. Oh. Ja. Oh, schön. Noch schöner. Oh. Oh. Oder jetzt habe ich echt gedacht, oder der pfeift, drum habe ich nichts mehr gemacht. Schon ordentlich gestoßen. Bitte, was muss er aushalten? Ja, vor allem aus der Liga, aus der er kommt. Aus der Metze League? Ursprünglich. Meine ich. Man schaut ja schon englische Liga. Wir sind ein bisschen härter in der Gangart, sag ich mal. Ja, auch für die beiden eben ein wichtiger, sag ich mal, wirtschaftlicher auch Sieg wäre das natürlich immer für die kleineren Teams. Oh, schön. Nicht schön. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob jetzt die Neuerungen schon schlagend werden oder nicht, die uns bekannt gegeben worden sind, und ob wir die weitergeben sollen oder nicht. Boah. Ich rede halt einmal blöd. Weiß jetzt gar nicht, welche das alle waren. Mit dem Kappe. Die meine ich. Oh. Nimm mehr. Dass die letzten beiden. Wie war das? Ach so, ja. Die überbleiben, aber wie? Die Finalisten. Die letzten beiden Finalisten, sofern sie nicht unter den ersten vier sind. In der ersten Liga? Ja. Genau, die ersten vier in der Liga, die bleiben immer fix im Cup-Achtelfinale. Und dann neu wird sein. Neu wird sein, die. Dass noch vom Cup zwei dazukommen, und zwar die nicht unter den vier sind. Das hört sich jetzt kompliziert an, ist es aber nicht. Sagen wir, die ersten vier von der Bundesliga sind auch die ersten vier im Cup, dann sticht automatisch Nummer 5 und 6 mit der Platzierung und erhaltet diese. Ja, so ähnlich kann man sagen, das auch ist das mit in echt mit den Europa League Plätzen. Normal bekommt der Cupsieger meistens einen Europa League Fixplatz, sollte der aber schon qualifiziert sein, rückt automatisch eigentlich der in der Liga nach ihm auf und kriegt diesen Platz. Jawohl! Hat sich abgezeichnet. Die Rangers haben hier fantastisch gespielt. Und Pogon steht ihnen ein bisschen ideenlos. Oh. Oh, das war ein lieber Schuss. Aber ein kleines Lebenszeichen. Ja, ein polnisches Team ist schon weiter. Geiß. Und die anderen Schotten spielen erst.
Ah, das war zu viel. Schön. Das ist, zuerst fangen wir den Ball so schön ab. Ah. Kein guter Und Seitenwechsel. dann haut er daneben. Aber jetzt hat sich Pogonstedt ein bisschen Oh. vorne festgesetzt gehabt. Wollte ich schon sagen, gefangen. Oh. War das? Boah. Ja, hätte man wahrscheinlich besser erklären auch können, aber immer geklärt. Wenn man das so pragmatisch sieht, ja. Oh, das war riskant. Schön. Ja, jetzt vielleicht ein bisschen wachgerüttelt. Die Polen. Oh, Goldson. Ja, und der nächste Eckball. ja, der ein bisschen den Vorzug bekommen hat gegenüber Rasmussen. Oh, schön. So, jetzt Konter der Rangers. Ja gut. Rangers führen. Statistik. Knapp, aber doch. Ja. Ziemlich ausgeglichen. Jetzt hat er doch Gas gegeben zum Schluss. Ein wenig. Pogon, es gibt einen Wechsel auf Seiten der Rangers. Ja, genau, auch bei Pogon. Ja, das wäre natürlich etwas für diese Hansestadt, wenn sie hier weiterkommen würden. Gott sei Dank. Ja, bislang zwei Zweitligateams schon weit. Oh mein Gott! Nein! Oh! Riesenmöglichkeit jetzt gewesen. Was war da los mit der Abwehr? Was war da los mit Sanchez? Schön, dass es nicht nur mir so geht beim Auswurf jetzt. Oh shit. Das könnte Baba bedeuten. Geiss. Das wäre bitter. Das wäre. Oh, Nein, shit. Er die ist weg. Er Geste ist weg. sieht gut aus für die Rangers. Seht ihr euch das? Ja, das könnte natürlich jetzt ein bisschen bitter werden. Na gut, dann wechselt man den einen nur, macht man keinen Doppelwechsel wie geplant jetzt. Dann lasst man sich damit Zeit ein bisschen. Ja, bitter, bitter. Gerade in der Phase, wo sie so gut sich gefangen haben. Gut, war der nicht. Ah, die Riesenmöglichkeit leider vergeben von Sunset. Nein, der lässt noch mal aus. Ja! Du Trottelfisch, du! Du 2-0! Trottelfisch, du! Alter! Sackdick!
Alter Vater! Nein, ich spiele nicht mit den Deutschen, ich spiele mit den Polen. Ah, bei den Deutschen wäre der Controller geflogen. Außerdem bin ich mit. Oh ja, da kann, jetzt kann ich schon sagen, ich bin mit den Deutschen Weltmeister geworden. Und da ist auch am Anfang der Controller geflogen. Da ist der Controller geflogen? Irgendwas ja, ist geflogen. Irgendwas ja. ist geflogen. Ich weiß nicht, was war, aber. Die Fetzen sind nach dem 3-0 geflogen. Ja, da haben wir auch die roten Karten, das Knackbrochen. Hui. Na, geh bitte, Alter. Spring drüber. Spaß. War nur Spaß. Scheiße. Oh, das kann ich nicht. Boah, der Pass war herrlich von Kent. Doch, jetzt konzentrier dich mal aufs Spiel. Ja, Kent, der fällt mir sehr, sehr auf hier. Bei den Rangers ist es wirklich einer, der den Takt angibt, kann man sagen, auf den Seiten. Und sehr viel zum Tor Bezug hat. In dieser Saison eben schon an 3 Treffer beteiligt gewesen. Jetzt tritt er die Ecke. Ja, es liegt sicher irgendwer am Boden. Fair Play. Ja, 23 Minuten geht's noch ungefähr. Die Rangers setzen sich wahrscheinlich als Favorit hier durch, so wie es derzeit aussieht. Kapitän musste früh vom Platz. Sanchez hat eine Riesenmöglichkeit auf den Ausgleich vergeben. Aber der war auch herrlich. Na, aber ist noch nicht geklärt. Nein, Trottel, warum? Und Sanchez. Alter. Oh, schon. Ja, das war's. Und da war er wieder am Ball. Kent besiegelt hier wahrscheinlich den Sieg. Ja, man muss dann doch aber sagen, auch das Qualitätsunterschied liegt zwischen den beiden Mannschaften. Man kann auch sagen, dass, glaube ich, da wirklich auch die Rangers als Favoriten gegolten haben. Oder wo meinst du? Ja, sicher, aber man hatte natürlich gehofft nach der Klatsche in der Liga, dass sie sich noch nicht ganz erfangen haben. Boah. Wer? Die Rangers. Die haben aber einen Sieg gehabt. Setzer. Ah, Blödsinn, nein, das habe ich jetzt verwechselt. Goli, du bist mir zu unsicher, ich kläre lieber vor dir. Weiter. Oh. Da ist einer verletzt. Oh. Alter, was? Nicht immer. Vorlagen zeigt. Oh, schön.
Nein. Alter Goli, du bist ein echter Trottel. Oh. Oh, oh nein, der hat ihn gehabt. Genau, Brustannahme, achso, ja, spielen zurück. Wichtig. Oh. Ah, jetzt ist es nur mal ein Abwehrfight der Rangers. Alter. Puh. Alter. Schetschin. Pogon Schetschin. Ja, der ist gefährlich. Ich hoffe nur, dass diese Mannschaft nicht absteigen wird. Wieso? Wir haben Sanchez und am Geist, würde es mir leid tun. Achso. Schau. Oh. Ja, die rote Karte hat einen echt. Puh. Das Knackbrochen, kann man sagen. 1-0 war nicht viel, aber dann ist bergab gegangen. Ja, 0-3, auch die Rangers dürfen sich über den Einzug freuen. Ja, Gratulation hier gleich einmal an die Rangers. Es kommt da keine Zusammenfassung. Oh ja. Nee, schön gemacht. Ja, noch gerade rangekommen. Kann der ja sonst eigentlich unauffällig bis auf das Tor, finde ich. Ja, stimmt. Dann der Geiser mal probiert's. Ja, der hat einen guten Schuss. Ja, dann vielleicht auch einer der Matchbälle, muss man sagen. Hätte das Spiel auch vielleicht anders aussehen lassen. Ja. Aber jetzt wissen wir, warum er bei den Bayern nicht so zum Zug kommt. Dann Geis, ja. Gegen Charia. Und dann, ja, dieser Aussetzer. Ja, und den trifft Zadik dann. Gut, damit stand es dann 2-0, da war ein bisschen die Luft draußen kurz. Dann hier noch Tactical Foul. Ja, das war voll Schwalbe, Alter. Und hier 66. Minute. The cat is in the sack. Kann der sie da? Ah nein, das noch nicht. Nein, das war noch nicht. Das jetzt. 73. Schöner langer Ball auf Kent. Ja, meine Damen und Herren. Und dann sehen wir noch in der 90. diese letzte Möglichkeit von Murphy, glaube ich, war es. Oder keine Ahnung, wer das auch immer war. Es war einer. Somit. Sehen wir in der daheim vom Platz geschossen von den Rangers. Bis dann. Das war's. Haut rein. Ciao. Macht's gut. Ciao.